Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder teilnehmt auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, es ist wieder ein Monat vergangen und es heißt wieder aufgebraucht und platt gemacht. Heute mache ich ein XXL-Format mit euch, weil ich weiß so langsam nicht mehr, wo ich mit meinen aufgebraucht und platt gemacht Kartons hin soll. Also, hier sind meine beiden Kartons und die werden wir heute mal miteinander besprechen und durchgehen. Und ich werde euch mal so sagen, was ich so in den letzten Monaten aufgebraucht habe. Und ich... Was ist denn? Ich bin so off-correct. Du bist off-correct, ich auch. So, und wir beginnen mit der ersten Box. So, was habe ich hier? Ich habe hier von Expert Styling Co. Professional Repair and Shine Spülung 4 Stufen Komplex. Repariert und kräftigt die Strukturen für geschädigtes und splittiges Haar für brillanten Glanz. Und zwar, weiß ich nicht, woher ich das habe. Ich meine vom Penny. Ist in Ordnung. Ich meine, Spülung ist ja einfach nur dafür da, um eure Haare nach dem Waschen besser durchzukämmen. Und ja, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Also bei Spülungen merke ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht so den Unterschied. Bei Kuren ist das was anderes. Da merke ich schon, ob das meine Haare pflegt. Und bei Öl, also ich benutze ja eh immer noch mein Balea Haaröl, um meine Haare gut durchzukämmen und damit die auch nochmal gut gepflegt werden. Es war in Ordnung. Ich habe das total lange auch gehabt, weil diese Flasche einfach so mega groß ist. Dann habe ich hier vom Balea die Tuchmaske, hauterholende Pflege und antibakterielle Lösung gegen Unreinheiten mit Aktivkohle, Balz, Unrein und Mischhaut. Hast du die benutzt? Mhm. Das warst du, ne? Du auch einmal. Ne, da ist nur eine drin. Nee. Ich hatte nur diese Feuchtigkeitsmaske, die schwarze Maske. Nein, ich habe die zweimal gekauft. Aber die schwarze Maske hatte ich noch nie. Doch, die haben wir zusammen benutzt, die Kohlemaske. Nee. Doch, 1000%ig, dass ich die mitgebracht habe. Ich kann mich null daran erinnern, dass ich die benutzt habe. Ganz sicher. Wie war die denn? Ja, die ist halt stärker, ne, als die andere. Kann denn irgendwas mit raus? Alles. Alles? Mhm. Ja, war gut. Alles kam mit raus. Aber Nase schön anfeuchten. Aber Näschen schön anfeuchten. Aber das ist ja für das ganze Gesicht. Dann hast du es doch nicht. Das, ich kann mich daran erinnern, wie du hast es aber benutzt. Doch, da kamst du ins Zimmer mit einem komplett schwarzen Gesicht. Ich dachte, das von dir. Ich dachte, das für die Nase, das hab ich benutzt. Leute, ich kann mich null daran erinnern, ob das was gebracht hat. Also anscheinend nicht. Weil ich kann mich echt gar nicht daran erinnern. Ich habe ein Parfüm aufgebraucht von Christina Aguilera bei Night. Ich finde die super gut. Ich kriege die immer zu Weihnachten von meinem Papa geschenkt. Und daher erinnert mich jedes Parfüm von Christina Aguilera immer an Weihnachten. Und ja, wie gesagt, die Parfums von Christina Aguilera gefallen mir immer ganz gut. Dann habe ich wieder ein Notfallprodukt und zwar von, ich meine auch Penny, Today Shampoo Kraft und Fülle. Ja, es war ein Shampoo, was sehr nach einem Männershampoo riecht. Aber sauber. Auf jeden Fall sauber, frisch, so wie sich ein Duschgel-Shampoo irgendwie, wie das irgendwie duften soll. Ja, war auch in Ordnung, aber auch ein Notfallprodukt. Da geht's mit einem Produkt, das hatte ich, glaube ich, mit auf Bali. Das sieht auch sehr, sehr mitgenommen aus. Das ist von Balea, das Reinigungsöl für trockene Haut. Schnelle Reinigung, auch bei wasserfestem Make-up. Das hat mich überhaupt gar nicht umgehauen. Es hat mein Make-up nicht runtergekriegt. Es war danach, meine Haut hat sich danach nicht irgendwie gut angefühlt. Ich hätte mir jetzt auch einfach irgendwie ein Kinderöl, also so ein Babyöl ins Gesicht klatschen können und hätte mir damit das Gesicht waschen können. Also es hatte irgendwie denselben Effekt. Daher kann ich das nicht empfehlen. Lohnt sich nicht. Weiter geht's mit Batiste, das Trockenshampoo für schwarz und dunkelbraunes Haar. Ich muss ja sagen, dass ich das mittlerweile geschafft habe, dass ich nur noch einmal, höchstens zweimal die Woche meine Haare waschen muss.
was natürlich sehr, sehr gut ist, weil immer wenn ihr eure Haare wascht, wird eure Kopfhaut angegriffen und die Kopfhaut muss neues Teig produzieren und ja, das ist halt einfach nicht gut für euer Haar. Und wenn es doch mal so sein sollte, dass meine Haare kurz vorm Waschen irgendwie fettig werden, benutze ich gerne mal so ein Trockenshampoo, benutze ich aber auch gerne, um mal Frisuren also wenn ich mir Frisuren kreiere oder wenn ich meine Haare tupiere, benutze ich anstatt Haarspray auch mal gerne so Trockenshampoo, weil es hält einfach besser. Die besten Frisuren oder Locken kann man ja eh machen, wenn die Haare nicht gerade frisch gewaschen sind. Und daher kann ich so Trockenshampoo sehr empfehlen, gerade wenn ihr welches habt, was zu eurer Haarfarbe passt. Am Anfang gab es ja irgendwie nur so Trockenshampoo in Weiß. Das war dann manchmal ein bisschen blöd, weil man hatte dann immer so einen grauen Schleier auf dem Kopf. Und daher bin ich zufrieden mit dem Produkt gewesen. Das ist, glaube ich, aber eins der teureren Trockenshampoos. Empfehle aber auch die ganz normal günstigeren. Weiter geht's mit einem Fußpeeling. Und zwar ist es das hier von Piklavus. Ein veganes Produkt, das war mal in meiner Fairy Box. Ich benutze, sonntags ist ja immer so mein Beauty Day und da benutze ich sehr, sehr gerne Fußpeelings und kümmere mich wirklich um meine Füße. Creme die richtig schön dick ein, pack die dann in schönen dicken Socken und schlaf damit dann auch. Und so ein Fußpeeling, naja gut, ihr könnt natürlich auch jedes andere Peeling benutzen, weil die Körnchen wissen jetzt nicht, ob die auf eure Füße sind oder auf eurem Arm oder sonst wo. Ja, es war in Ordnung. Es war halt ein Peeling. Duft. Ein bisschen zitronisch, limettisch. War in Ordnung. War in Ordnung, ihr könnt aber auch jedes andere benutzen. Dann hatte ich ein Sebamed-Shampoo. Das war mal in irgendeiner Goodie-Bag und ja, hat mich gar nicht umgehauen. Irgendwie haut mich diese Marke Sebamed auch gar nicht um. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie immer, wenn ich ein Produkt von Sebamed hatte, fand ich das irgendwie blöd. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, es hat mir nichts getan. Everyday Shampoo, Seifen und Alkalifrei für die tägliche Haarwäsche, besonders mild durch Zuckertensit auf pflanzlicher Basis. Ja, ich fand es jetzt nicht so toll. Irgendwie haben die meine Haare nicht wirklich sauber gemacht. Daher, Sebamed ist einfach nicht meine Marke. Ich habe hier, das war mein erstes, allererstes Fixing Spray von DM. Von Alverde, fixierendes Spray für ein lang anhaltendes Make-up und einen frischen, strahlenden Tag. Und das ist auch mein erstes Produkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr ohne Fixing Spray. Gerade jetzt im Sommer mag ich es einfach, wenn dieses Pudrige vom Gesicht weg ist, wenn man frisch aussieht und dafür sind diese Fixing Sprays einfach perfekt. Nicht nur, dass das Make-up dadurch natürlich auch länger hält, nein, ihr habt diesen ganzen pudrigen Schimmer oder diese ganze pudrige Oberfläche, die ihr, nachdem ihr euch schminkt, auf dem Gesicht habt, kriegt ihr einfach mit so einem Fixing Spray weg. Und das fand ich auch wirklich echt gut. Ich glaube, den Geruch mochte ich nicht so gerne, aber ich mochte, glaube ich, noch nie von irgendeinem Fixing Spray den Geruch. Nee, es kommt gar nichts mehr raus. Nee, das war echt auch auf gar keinen Fall mein Geruch. Oh, nee. Aber wie gesagt, Fixing Sprays riechen, also ich hatte bisher auf jeden Fall noch keins, was gut gerochen hat. Aber es soll auch nicht gut riechen, es soll einfach mein Make-up nochmal ein bisschen schöner machen. Und das hat das auf jeden Fall getan. Dann geht's weiter mit einem Lip Liner, den ich aufgebraucht habe. Und zwar ist es die Nummer 59J von Manhattan. Und oh mein Gott, Leute, da kommt echt... Da kommt echt gar nichts mehr raus. Diesen Lip Liner, wenn ich den auf meinen Lippen hatte, also ich habe den immer solo getragen, da hat mich wirklich jeder drauf angesprochen. Alle fanden den super schön und jeder wollte sich den nachkaufen. Und ich weiß, auch drei Leute haben sich den auf jeden Fall nachgekauft. Das ist die 59Y gewesen. Und so sieht die aus. Das ist so ein, ich würde sagen, braun... Rosenholzton. Also komplett meine Farbe. Dann habe ich hier so ein
nennt man das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie Donut? Das heißt. Was? Ein Donut? Ein Donut. Ein Haardonut. Ein Haardonut, genau. Dann habe ich hier einen Haardonut. Ja, und der ist hier einfach voll verranzt. Und der kommt jetzt auch in die Tonne. Benutze ich eigentlich gar nicht so häufig. Ich mache kaum Frisuren mit so Haardonuts. Obwohl, man kann da echt coole Sachen mitmachen, aber irgendwie... Juckt. Ja, aber irgendwie mache ich es nicht. I don't know. Was haben wir da? Da haben wir von Santé, das ist auch Naturkosmetik, ein Duschgel, Happy Blossom, mit Bio-Malvenblüte, sinnliches Duscherlebnis. Ja, es war wirklich ein schöner Geruch. Blumig, aber sinnlich blumig. Also nicht fruchtig blumig, sondern eher sinnlich blumig. Also so, wie ich Düfte einfach mag. Ja. Ja, ja. Nee, war super. Care for you and the world. Oh, schön. Genau, das ist von Santé. Das Duschgel hat mir auf jeden Fall gut gefallen. So, dann eine Zahnpasta und zwar ist es von Signal White Now. Ich muss dazu sagen, dass meine Zähne mega empfindlich sind. Von 8 von 10 Zahnpasten tun bei mir weh beim Zähneputzen. Und ich habe wirklich das Problem, dass ich keine Zahnpasten finde, die... ja, geeignet für mich sind. Aber die ist halt für mich sehr gut geeignet. Die tut nicht weh und macht hinterlässt keine Schmerzen beim Zähneputzen und macht die Zähne sogar weiß. Und das ist natürlich total widersprüchlich, weil gerade diese Zahnpasten, die die Zähne weiß machen, sind eigentlich sehr, sehr schädlich für die Zähne. Aber die, wie gesagt, ist die einzige, die ich irgendwie nutzen kann und gar nicht bei mir wehtut. Und ja, die kaufe ich mir immer und immer wieder. Und sie macht tatsächlich ein bisschen weiß. Ich hatte die mal eine Zeit lang nicht genommen und ich hatte hier so eine kleine Verfärbung. Die habe ich ja mittlerweile wegmachen lassen. Und immer wenn ich diese Zahnpasta nicht benutzt habe, hatte man diese Verfärbung total gesehen. Und wenn ich die dann wieder benutzt habe, war die dann wieder kaum zu sehen. Oh, weißt du noch, Schatz? Oh, ich liebe, boah, ich habe diese Limited Edition von Balea so gefeiert. Diese Rummel Edition, wisst ihr noch, letztes Jahr gab es die. Und ich habe hier Zuckerwatten-Duschgel. Boah, mein Freund musste in jedem DM hier im Bonn laufen, um mir dieses Duschgel zu kaufen. Und es riecht so mega geil nach Zuckerwatte. Boah, ich habe es übelst gefeiert. Und wir haben uns auch davon die Handseife gekauft in Bratapfel. Oh mein Gott, die war auch so mega geil. Ich hoffe, die bringen nochmal so eine Rummel Edition raus, weil die habe ich echt gefeiert und dann werde ich mir die ganze Edition kaufen. Ich habe diese Kur gefunden zu der Spülung und Repair and Shine, eine Minute in der Intensivkur. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass diese Kur mega scheiße war, die hat gar nichts gebracht. Gerade diese 1-Minuten-Intensivkuren bringen bei mir überhaupt gar nichts. Also wenn das da drauf steht, solche Kuren, dann bringt das überhaupt gar nichts. Und ich weiß noch, dass mir das überhaupt gar nichts, das hat mit meinen Haaren überhaupt gar nichts gemacht. Weiter geht's mit einem Produkt von I&M. Hatte ich auch mal in meiner Fairy Box. Ist auch ein veganes Produkt und das ist ein Augenbalsam. Aber mir hat ja damals der Geruch von I&M überhaupt gar nicht gefallen. Die haben aber ihre Geruchs... genau, und mir hat das ja damals überhaupt gar nicht gefallen, der Geruch von I&M. Die haben aber mittlerweile ihre Geruchsformel geändert. Und mittlerweile riecht das so nach Mandel, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also ein ganz leichter Mandelgeruch. Aber hier, ganz am Anfang, als die Produkte rauskamen, hat mir der Geruch gar nicht gefallen. Das war jetzt Augenbalsam. Das Augenbalsam an sich war aber sehr gut. So, dann habe ich auch ein Make-up leer gemacht und zwar von MAC. Das ist das Pro Longwear, die Pro Longwear Foundation SP10. Also dieses Make-up war schon sehr maskenhaft und sehr dick, aber man muss ja auch dazu sagen, MAC ist ja auch eine Marke,
die gerade für Schauspieler, Theater, Film, Fernsehen, Fotoshootings gemacht ist und daher natürlich auch sehr, sehr dick auf der Haut liegt. Und ja, sollte man halt einfach wissen und man sollte es halt auch in diesen MAC-Stores oder auch bei Douglas erst auftragen und schauen, weil MAC ist halt einfach mega teuer. Und da solltet ihr euch echt gut beraten lassen. Ich würde es mir jetzt nicht mehr holen, weil ich finde, in der Drogerie gibt es mittlerweile auch super gute Foundations und die können auf jeden Fall gerade bei diesem Produkt mithalten. So, dann habe ich hier noch aufgebraucht von Catrice, einer meiner Lieblingsprodukte, das Liquid Camouflage, den Liquid Camouflage Concealer. Der ist einfach super, 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 super gut. Habe ich auch, glaube ich, schon dreimal oder so nachgekauft. Er ist nicht zu dickflüssig, nicht zu dünnflüssig, deckt eure Augenringe ab, setzt sich nicht in die Fältchen, hält lange und das ist halt ja das, was wir alle wollen. Und daher kann ich euch wirklich diesen Concealer sehr, sehr, sehr empfehlen. Oh, hier steht sogar drauf, dass es sogar Tattoos überdeckt. So, wir kommen zu meinem letzten Produkt und zwar ist es von Balea das Öl Repair Express Kur. Ich hatte dazu ja auch schon das Shampoo und die Spülung und das hat mir beides sehr, sehr gut gefallen, diese Reihe. Und daher hatte ich mir auch mal diese Express-Kur gekauft und ich muss sagen, die hat mir auch sehr, sehr gut getan. Also meinen Haaren hat sie sehr, sehr gut getan. Sie waren danach seidig, sahen gepflegt aus und ja, das soll halt auch eine Kur machen. Und daher fand ich diese Einmalkur sehr, sehr gut. So, wir sind durch. Das war's mit meinem XXL aufgebraucht und platt gemacht Video. Wir sehen uns nächsten Monat wieder, wenn es heißt aufgebraucht und platt gemacht. Genau. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Genießt das schöne Wetter und macht's gut. Eure Vanni L. Tschüss. Tschüss.